Guten Abend, guten Abend, guten Morgen an alle Menschen, wo auch immer ihr euch gerade auf der Welt befindet. Denn dieser Stream heute Nacht wird an einem entscheidenden Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte wortwörtlich von Menschen weltweit geschaut. Und kann sich irgendjemand noch an Februar erinnern? Und an die außergewöhnlichen Änderungen, die sich seitdem ereignet haben. Eine Welt transformiert durch eine Lüge, auf die ich heute Nacht eingehen werde. Und die Frage, die so ziemlich den ganzen Abend das Event umschließt, ist diese. Was zum Teufel geht hier gerade vor? Milliarden von Menschen stellen sich aus den offensichtlichsten Gründen, wenn sie sehen, wie die Welt, in der sie glaubten zu leben, vor ihren Augen verschwindet und Faschismus über den ganzen Planeten fegt, genau jetzt diese Frage. Und um einen Teil der Antwort zur Frage, was gerade vor sich geht, zu verstehen, muss man anerkennen, dass die Welt auf dem Kopf steht. Und sie steht auf dem Kopf, weil sie so gemacht ist. Es ist in Alice im Wunderland brillant beschrieben. Genau so. Wenn ich eine eigene Welt hätte, wäre alles Unsinn. Nichts wäre, was es ist, denn alles wäre, was es nicht ist. Und umgekehrt, was es ist, das würde es nicht sein, und was es nicht sein würde, das würde es. Seht ihr? Und auch wenn es vielleicht unsinnig klingt, beschreibt es die Welt, auf der wir leben. Leute schauen auf Ereignisse, die vor sich gehen, und sie scheinen nicht in Verbindung miteinander zu stehen, zufällig aufgetreten und verwirrend zu sein, insbesondere in den letzten paar Monaten. Was geht hier gerade vor sich? Was passiert hier gerade? Wo geht mein Leben hin? Wo geht die Welt hin? Und die Welt sieht für die meisten Menschen ungefähr so aus. Ich habe dieses Bild über die Jahre sehr oft benutzt. Ein Bild von der Welt. Du legst hunderte von Wollbällen zusammen mit 100 Kätzchen in einem kleinen Raum und du kommst 2 oder 3 Stunden später zurück und jemand sagt zu dir, sortiere das aus. Denn so scheint die Welt zu sein. Sie scheint wie ein Jigsaw-Puzzle zu sein, wenn keines dieser Teile passt. Was passiert hier gerade? Warum passiert es? Warum tun sie es auf diese Art und Weise? Wozu sagen sie das? 30 Jahre lang habe ich mir die Welt nun angeschaut und stelle mir diese Fragen. Und die entscheidende Frage, was zum Teufel geht hier vor sich? Wer führt diese Welt? Zu welchem Ziel? Wo soll die Welt hingehen? Und weshalb? Und wenn man sich diese Fragen stellt, wer, was, wann, wie und all die anderen, und man sich darauf vorbereitet, seinen Verstand sowie seine Schlussfolgerungen von Informationen, Beweisen und nicht vorrangig von Vorstellungen treiben zu lassen, dann könnte die Welt ganz anders aussehen. Und auch ihr könnt von sehr vielen Menschen als verrückt abgestempelt werden. Sie haben sogar mich als verrückt bezeichnet. Eigenartig, aber sie taten es. Aber wie die Cheshire-Katze aus Alice im Wunderland schon sagt, ich bin nicht verrückt, meine Realität ist nur anders als eure. Und wir leben im Moment in einer Welt, in der es scheint, dass es ein Verbrechen ist, eine Realität zu haben, die anders ist als die von jemand anderem. Und die ganze Manipulation, die Kontrolle über die Menschheit entsteht,
über die Kontrolle der Wahrnehmung, indem man Leute in was ich eine symbolische Blase nenne steckt, in der sie eine begrenzte Sicht auf alle Dinge haben. Und wenn man in dieser Blase gefangen ist und sie ist systematisch konstruiert, dazu werde ich noch kommen, kann die Welt so aussehen. Warum würde sie nicht? Macht keinen Sinn. Und die Welt sieht so aus. Ein Haufen Teile, aber kein Bild. Aber zerplatzt die Blase und jeder kann es tun. Nicht im Schneidersitz auf einem blutigen Berg sitzen. Zerplatzt die Blase und die Welt sieht plötzlich ganz anders aus. Und die Teile fangen an zu passen. Und ihr wisst, es gibt ja diese Vorstellung, dass die Definition von Genie das Verstehen von Vielschichtigkeit ist. Doch ich hätte eine andere Definition von Genie. Und die ist das Sehen vom Einfachen, versteckt von der Vielschichtigkeit. Und so ist die Welt. Sie scheint so vielschichtig zu sein. Sie scheint so undurchschaubar zu sein. Doch das, was sich hinter all dem, was gerade passiert, verbirgt, ist in Wirklichkeit sehr einfach. Also, was zum Teufel geht hier gerade vor? Erste Frage. Wo werden wir hingeführt? Wie ich schon im einführenden Video gesagt habe, und dafür ein Dank an Richard, Gaz und Jenny, ich habe gesagt, kenne das Ergebnis und du siehst die Reise. Denn kennt man das Ergebnis, das geplant ist, wo wir hingeführt werden sollen, nicht, dann scheinen die einzelnen Ereignisse, ja, individuell zu sein, zufällig. Was passiert dir gerade? Warum tun sie das? Warum tun sie das? Aber wenn man das Ergebnis kennt und man weiß, wo wir hingeführt werden sollen, dann werden diese zufälligen Ereignisse ganz klare Meilensteine auf dem Weg zu dem Ergebnis. Also, das ist das Ergebnis, zu dem wir geführt werden. Und ich habe darüber schon so lange gesprochen, über das meiste davon schon seit Jahrzehnten. Und schaut euch die Struktur, die für die Welt geplant ist, an und schaut, wie die Welt sich geformt und geändert hat seit Februar. Und ihr seht, wie weit fortgeschritten das alles jetzt ist, als es vorher war. Zufall? Auf gar keinen Fall. Also, die Idee ist es, die Welt über eine Weltregierung zu führen, die jede Community weltweit sagt, was zu tun ist. Und dies wären keine gewählten Politiker, die wollen sie loswerden. Es wären ungewählte Technokraten. Bürokraten, Ingenieure, Leute aus der Wissenschaft, Medizintechnokraten, die den ganzen Pandemieschwindel führen und halt solche Leute. Und die würden alles diktieren, was in der Welt geschieht. Unter denen würde es eine Weltarmee geben, die den Wille der Weltregierung durchsetzt. Die aufstrebende europäische Armee ist ein Teil davon. Es würde eine Weltzentralbank geben, die alle globalen Finanzen diktiert. Die Europäische Zentralbank ist ein Meilenstein auf dem Weg dahin. Es würde eine, und oh mein Gott, ich habe darüber schon seit 1994 geschrieben, es würde eine einzige bargeldlose Weltwährung geben. Nur digitales Geld. Und schaut, wie weit das schon fortgeschritten ist in den letzten paar Monaten. Und klar, das hat alles mit Kontrolle zu tun. Eine Weltwährung, alles nur digital, alles wird kontrolliert und kann überwacht werden.
Und Menschen würden mit der künstlichen Intelligenz verbunden sein. Als ich anfing, darüber zu sprechen, dass das die Agenda ist, die künstliche Intelligenz mit dem menschlichen Gehirn und dem menschlichen Körper zu verbinden, damit die künstliche Intelligenz zum menschlichen Verstand wird, sagten sie natürlich, dieser David Icke hat wohl einen an der Vollmeise. Aber jetzt sagen sie es nicht, weil es unsere Augen umhüllt. Und ich werde heute Nacht mehr dazu sagen, im Abschnitt 2. Unter der Weltregierungsstruktur würde es Superstaaten geben, wie die Europäische Union und zentral gesteuerte Handelsblöcke. Länder würden durch machtlose Regionen ersetzt werden. So, das denke ich, taucht gerade alles auf. Und wir würden in einer globalen Monokultur leben. Und alle Kulturen, die Vielfalt der Kulturen und die Vielfalt der Lebensweise würde verschwinden. Globale Monokultur. Worauf sie jetzt abzielen, sind die Weißen im Westen. Sehr deutlich zu sehen. Aber das ist nur der Anfang. Wenn sie es schaffen, dass die Weißen sich unterwerfen, sie zu unterdrücken, dann werden sie auf die nächste Gruppe abzielen. Dann auf die nächste Gruppe, dann auf die nächste Gruppe, dann auf die nächste Kultur, dann auf die nächste Kultur, bis es nur noch eine einheitliche Weltkultur gibt. Diktiert von einer Weltregierung. Und das ist die Struktur davon. Ich nenne sie die Hungerspiele-Gesellschaft. Und sie ist offensichtlich nach der Filmreihe benannt, die eine Gesellschaft zeigt, in der ganz wenige, die so oft die 1% genannt wird, die ganze Bevölkerung diktiert, was sie zu tun hat. Also, die Hungerspielegesellschaft, das ist die, die ich gerade beschrieben habe, würde auf der Spitze diese Elite haben. Ganz wenige. Oder die 1%, wie auch immer man sie nennen will. Nun zum unteren Teil. Der Plan sieht vor, dass praktisch die ganze Menschheit kontrolliert wird, in Knechtschaft lebt und über die Abhängigkeit von dem 1% kontrolliert wird. Und zwischen den beiden würde es ein Polizeimilitärstaat geben, ein Polizeimilitärstaat, das ist, was sie am Ende wollen, der dem Rest der Bevölkerung den Wille des 1% aufzwingt. Und der würde verhindern oder versuchen zu verhindern, dass die Bevölkerung gegen den 1% rebelliert. Nun, ich sage es einfach nochmal, weil es relevant ist. Ich habe über diese Struktur in verschiedenen Formen über Jahrzehnte gesprochen. Und nun schaut euch an, was in den letzten Monaten passiert ist und wie weit es so schnell fortgeschritten ist. Nochmal, Zufall? Nochmal, keine Chance. Und das ist Hitler, offensichtlich in der Nazi-Zeit. Leute werden ziemlich wählerisch, wenn sie über Faschismus reden. Sie sagen, oh nein, das ist Kommunismus oder Marxismus. Es ist Tyrannei. Und wenn man sich die verschiedenen Labels anschaut, Faschismus, der Marxismus, der Kommunismus, sind sie im Grunde genommen in derselben Struktur. In dem Sinne, dass einige wenige ihren Willen anderen diktieren und aufzwingen. Also, ich werde diese austauschbaren Begriffe verwenden, während wir diesen Abend durchgehen. Sie können sich vielleicht in der Art und Weise, wie es sich abspielt, unterscheiden, aber was sich abspielt, ist im Grunde genommen ein und dasselbe. So, als ich die Struktur der Hungerspielegesellschaft als Faschismus beschrieb, na gut, lasst uns mal auf das Bild schauen. Hier hat man Hitler, ein Mann, hier ganz unten. In der Mitte ist sein Polizeimilitärstaat, auf dem er schaut. Und auf der anderen Seite, ganz weit in der Ferne, hat man die Bevölkerung in einer hohen Anzahl. So, nun lasst uns das auf den Kopf stellen. Und was wir haben, ist genau die Struktur der Hungerspielegesellschaft. Denn das, was sich jetzt in dieser Stunde weltweit abspielt, vor unseren Augen, ist globaler Faschismus.
Und wir müssen dem in die Augen sehen und warten, bis es zwinkert. Denn wenn wir es nicht tun, ist das Ergebnis undenkbar.